Wie lange noch zum Haus? In der Dekade. Hallo und herzlich willkommen. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast, und zwar Christoph. Christoph hat seit Jahren schon investiert, ist schon sehr techniklastig auch eingestiegen, hat eine Satellitenschüssel gehabt, mit der man Satelliten abhören kann. Kindheit, ja. Um eben sein Schicksal selbst in die Hand zu nehmen, ist er heute in Edelmetalle investiert, und da möchte er euch auch was mitgeben. Ein bisschen weniger arbeiten und trotzdem noch genauso gut dastehen finanziell. Was ist eigentlich bei Silber so besonders? Wie funktioniert das eigentlich? Ja? Also ich, wenn jetzt was kaufen würde, ich würde einfach hingehen und sagen, okay, ich kaufe jetzt einfach Silber und dann, egal, lasse ich es halt liegen, weil ich habe keine Ahnung von diesen Edelmetallen. Ja. Man nennt ja Silber auch das Gold des kleinen Mannes, weil es erschwinglich ist. Ich bin damit auch eingestiegen, weil ich von Silber fasziniert bin und es einfach toll ist, auch was anzufassen. Ich kann mir einen Silberbarren kaufen, ich kann mir eine Silbermünze kaufen und das für relativ wenig Geld. Als ich angefangen habe, war der Silberpreis bei so 13 Dollar. Die Unze, und da konnte man Silbermünzen also auch unter Gutstück unter 20 Euro kaufen. Ich hatte meine ersten so für 16, 17 Euro gekauft, die einfach nur gesammelt. Wenn man das aus Finanzsicht, nicht nur aus Passion macht, dann muss man geduldig sein. Also ist es denn so, dass man jetzt sagen kann, jetzt sollte man Silber kaufen oder eher abwarten? Also was deine Einstellung? Bist du übrigens keine Anlageberatung, wollte ich noch so sagen, ja? Bei so einem Thema, da lernt man nie aus und muss immer den Markt beobachten. Ich würde aber schon sagen, dass jetzt ein guter Zeitpunkt ist zum Einsteigen. Vielleicht nochmal 10% abwarten, bis es nochmal runtergeht. Vielleicht 20 Dollar oder knapp drunter, sagen viele Analysten im Moment, sind noch drin. Aber auch aufgrund der Inflation wird das Edelmetall wieder interessant werden, auch aufgrund der Lieferknappheiten. Es gibt im Moment ja die Schwierigkeiten mit Chipmangel und es gibt den Trend Richtung E-Autos und Richtung Solar, und dafür wird überall Silber gebraucht. Also mein Antrieb war jetzt nicht, das schnelle Geld zu machen. Als ich so 2014 angefangen habe, mich dafür zu interessieren, war das eher gedacht als Absicht, als eine Schutzmaßnahme. Ich damals schon dachte, Finanzkrise ist noch nicht überwunden, da kommt wieder was auf uns zu, und das ist wieder ein großes Thema auch in der allgemeinen Bevölkerung wird. Ich glaube, da wird einiges noch nicht so kommuniziert, wie problematisch eigentlich die Finanzlage ist, auch bei den Staaten. Ich würde wahrscheinlich überproportional investieren im Vergleich zu den meisten Anlageberatungen. Die gehen da eher vielleicht so in 10%. Ich selbst bin in etwa mit 35% in Edelmetallen. Und spekuliere, das ist eine Spekulation, wirklich darauf, dass Firmen wie Silver One, ist ein Explorer, von dem ich sehr viel halte. Da habe ich auch mit dem CEO Craig Crowe immer Gespräche geführt auf der Edelmetallmesse. Und es ist immer schön, wenn man so ein bisschen den persönlichen Kontakt so einmal im Jahr zumindest zu den Leuten hat. Das bindet einen auch ein Stück an diese Firma oder an die Aktien. Ja, ich hoffe eben, dass die sich sogar verzehnfacht in den nächsten Jahren. Vielleicht schwer abzuschätzen, wie viele Jahre, ob das 2, 3, 4, 5 Jahre, aber so in diesem Zeitraum. Die stehen jetzt im Moment bei 32 Cent. Mein Durchschnittspreis ist bei 28 Cent. Also ich habe immer wieder bei den unterschiedlichsten Eisen gekauft. Ich spekuliere aber, dass die einige Euro wert sind in Jahre. Das ist ja so, die Edelmetalle ist immer im November. Und dann bin ich natürlich davon abhängig, wie ist denn gerade der Silberpreis hier im November. Dann bin ich vor Ort und dann kaufe ich auch immer was, wenn ich vor Ort bin. Aber wenn es dann mal so größere Rückschläge gibt und ich denke, wow, jetzt könnte ich mir gerade mal wieder 4, 5 Münzen kaufen, da gibt es den goldsilbershop.de, heißt die Seite. Die haben tagesaktuelle Preise. Das ist dann per Nachname oder per Vorkasse möglich. Tatsächlich, dann kriegt man so einen Silberband sich nach Hause. Ja, das ist natürlich neutral verpackt. Kann der Bus schon wichtig, nicht sehen, was da drin ist. Da kann vielleicht feststellen, noch ein bisschen schwer, wenn es dann gerade kommt. Wie lagert man Silber dann? Also ich meine, das hat man so im Keller, so die Barren oder so hinterm Holz vielleicht versteckt? Ja, du bist genau versteckt. Ich lagere deshalb kein Silber in größeren Mengen selbst und habe den Großteil des Invests noch in Aktien.
Silberaktien tatsächlich. Ja, schon. Kann man halt besser lagern. Ich meine, sonst ist ja auch irgendwie schwierig. Ne? Klar, also, du trägst vielleicht da ein höheres Risiko und Aktien ist eben Papier. Mhm. Also bei den Silberfans auch so ein bisschen verschrien deshalb, dass man natürlich damit trotzdem nur auf Papier wettet und die Euro, die ich dann eintausche, sind auch nur inflationäre Euro. Es gibt auch Möglichkeiten, das zu lagern. Da gibt es auch Internetseiten, die einem da Wege zeigen, wie man das sicher lagert. Aber eben, ja, das sind reine Metallschließfächer, Händler, die eben nicht im normalen Bankensystem liegen. Davon wird auch eher abgeraten. Die Bank ist sozusagen niemals dein Freund. In schlechten Zeiten ist sich die Bank auch am nächsten. Hat es ja in diesem Land, ich weiß ja nicht, wie das hieß, aber da ist mal die ganze Wirtschaft alles zusammengebrochen. Ja. Und dann haben die als erstes Klopapier verwendet als Zahlungsmittel. Deswegen haben die Deutschen noch so viel Klopapier gehortet. Das war durchaus intelligent tatsächlich. Ja. Und auch Silbermünzen tatsächlich. Das war ja dann schon also eine Krisenwährung irgendwo. Also man sagt quasi als Notfall, wenn jetzt der Euro gar nichts mehr wert ist und quasi zusammenbricht, dann habe ich halt noch die Münzen. Der Vorteil ist, dass ich die eben schön gestückelt habe. Die Goldmünze ist gleich überproportional wertvoll und deshalb auch schwerer unter die Leute zu bringen. Also, wobei ich jetzt nicht weiß, ob solche Szenarien wirklich mal selbst in einen Notfall eintreten, dass ich mit den Silbermünzen bezahle. Auch das wird irgendwie immer eine Art von Tauschmittel, glaube ich, sein. Natürlich ein Tauschmittel ist Geld auch, aber du wirst dann auch das Silber wahrscheinlich wieder in das Gängigste, was eben gerade im Lande zählt, wieder zurücktauschen. Das Euro sind, sei mal dahingestellt. Ich glaube, dass auch die Zeit des Euros ausläuft. Also so eine Prognose da, die nächsten Jahre? Oder? Ja, vielleicht in der Dekade. Also dass dann eine Art von Reset, ein Finanzreset vor der Tür steht. Weil die Schuldenberge zu groß werden. Richtig, die Überdruck, das Drucken quasi nicht mehr nachkommen vielleicht? Oder? Ja, die EZB druckt und druckt und druckt und versucht damit Probleme eher zu übertünchen, aber nicht zu lösen. Und ich glaube, dass dieses System deshalb nach einem Art Reset schreit. Also mein Plan ist ja, das umzutauschen in Dividendenaktien. Da bin ich auch schon dran. Also ich bin jetzt ja nicht nur darauf aufbauend, dass hier Silber irgendwann mal mir den finanziellen Rückhalt bietet. Ich fahre, was diese Aktien angeht, eher zweigleisig. Aber gesagt, sind 35%, also der größere Teil der Aktien geht in Dividenden. Also Dividendenaktien, die irgendwann mal ein Gehalt ersetzen sollten. Keine Geheimtipps, wenn man die großen Dividendenzahler. Dividendenzahler sind zum Beispiel ExxonMobil, finde ich sehr gut. Ich habe auch British Petrol, das ist im Sparplan bei mir, also sagen wir mal zwei Ölaktien. Dann habe ich Altria, das ist so ein Getränke- und Tabakkonzern, die zahlen auch sehr gute Dividende. Das sind auch keine Aktien, die Riesensprünge machen. Die halten sich aber ganz gut und zahlen so 7-8% Dividenden, die jetzt im 3-Monats-Rhythmus. Momentan meine Lieblingsdividendenaktie heißt AGNC Investment. Das ist eine nordamerikanische Immobilienfirma und die zahlt monatlich. Die sind im Moment so knapp bei 9% sogar. Wow, 9%? 9% ist wirklich gut und ich bin bei denen schon seit 2 Jahren und es läuft sehr konstant. Auch diese Aktie macht keine großen Sprünge. Ich bin zwar jetzt ein bisschen im Plus, aber das Plus und Minus bei dieser Aktie, das interessiert mich nicht, solange sie nicht ganz abstürzt. Und die zahlt mir eben dann monatlich die Beträge aus. Und wenn jetzt, Häuser bei die vermieten. Ach, die vermieten. Das ist das nennt sich dann ein REIT. Die sind also, die kriegen dadurch steuerliche Vorteile. Nordamerika müssen aber einen großen Teil ihres Gewinns über diese Dividenden abführen. Die habe ich jetzt weiterhin im Blick. Wenn so ein Boost bei den Edelmetallen käme, da einen Teil davon rüber zu schieben. Ist wichtig, dass du irgendwie auch mal Gewinne realisierst. Das ist ein zyklischer Bereich und da können ganz große Sprünge nach oben, aber eben auch nach unten sein. Ich werde immer einen Grundteil behalten. Ich glaube, da hänge ich dann auch so ein bisschen zu sehr dran, was vielleicht gar nicht so gut ist. Da liebe ich meine Silberaktien auch nicht sehr. Aber man muss eben auch manchmal ein bisschen was umschichten und vielleicht dieses Ziel Gehalt ein bisschen ersetzen können über Dividenden.
ist für mich ein Ziel. Mhm. Und dann aber jetzt auch nicht nur hier auf AGNC, sondern auf 5, 6 große Firmen, die dann das Risiko eben verteilt tragen. Wenn da eine riesen Immobilienkrise kommt, ist das auch nicht die Lösung. Du hast jetzt auch schon Bitcoin investiert? Ja, also kleine Bruchteile natürlich. Aber über Coinbase bin ich jetzt auch eingestiegen. Mhm. Da mal in diese drei großen, ein bisschen Bitcoin, ein bisschen Ether und Cardano. Mhm. Einfach erstmal so ein bisschen zum Ausprobieren, ein bisschen zum Testen, wie entwickelt sich's. Da habe ich jetzt keine großen Summen drin. Bin da schon auch ein bisschen angefixt, auch diesen Weg ein bisschen zu beobachten, ein bisschen dabei zu sein. Ich bin also einer der Edelmetall-Fans, die jetzt die Kryptos nicht ganz verschreien. Ich denke, das ist nicht dieses Sparplanprinzip. Ob ich das jetzt wirklich über einen Sparplan mache, das ist eine sehr angenehme Möglichkeit, wie ich das mit meinen Dividendenaktien mache. Ich brauche mich um nichts kümmern. Jeden Monat kommt so ein gewisser Betrag eben dahin. Beim Silber habe ich es im Grunde aber ähnlich gemacht. Da habe ich dann vielleicht alle halbe Jahr mal geguckt. Jetzt sind sie eher wieder günstiger geworden und ich habe jetzt noch ein bisschen was zur Seite. Dann kaufe ich halt noch. Aber letztlich ist es wie ein Sparplan, den ich so alle halbe Jahre dann ausgeführt habe. Und das über jetzt 7, 8 Jahre. Und deshalb habe ich eben diese Schwerpunkte bei Silver One und First Majestic, dass ich von diesen beiden Aktien schon ein Stück weit abhängig bin, was mein Grundportfolio angeht. Dieser Schwerpunkt ist mir sogar zu stark geworden. Irgendwann vor 2 Jahren habe ich mal gedacht, hey, mein Portfolio ist viel zu edelmetalllastig. Ich lasse das jetzt mal und tue diese Neuinvestments über die Sparpläne in Dividenden machen. Und dann verteilen sich hier so ein bisschen die Zusammensetzung der Aktienverteilung. Wie lange noch bis zum Haus? In der Dekade. Also das ist so mein Ziel. Ich denke auch wichtig, du hast glaube ich auch mal so ein Video da zum Ziele setzen gemacht. Ziele aufschreiben, formulieren. Genau. Ich habe auch mein Büchlein, da habe ich dann vor 2 Jahren angefangen. Ziel ungefähr 2000 Euro im Monat an Dividende bis 2029. Quasi als Minimalziel für mich. Und was muss ich dafür tun? Und schreibe da immer wieder wöchentlich rein, wie es gerade der Stand der Dinge, habe ich irgendwas verändert, was plane ich vielleicht, wie kann ich dieses Ziel aus meiner jetzigen Sicht, wo ich gerade in meinem Buch schreibe, weiterverfolgen. Ah, super, so ein Zieltagebuch quasi. Ja, genau. Das ist so ein Zieltagebuch, das jetzt hat erstmal dieses Date 2029 da stehen, bis dahin sollte das passiert sein und wenn ich dann nochmal ein paar Jahre Aufschub brauche, dann schreibe ich 2029 rein, Ziel bleibt gleich, aber hängen wir nochmal ein paar Jahre dran. Also es steckt nicht dieses Ziel, wow, ich muss jetzt hier reich werden und in Luxus, dieses Ziel hatte ich nie. Es ging wirklich um diese Absicherung, den Standard halten, unabhängig vom Staat. Oder vielleicht auch sogar mal unabhängig von dem, was ich beruflich mache. Mit diesen Worten, mit diesen Schlussworten, glaube ich, schließen wir ab. Danke fürs Zuschauen und nicht vergessen, like und subscribe und bis zum nächsten Mal. Ciao.